Da ist es endlich, das lang erwartete Video, was ich eigentlich auch schon vor Monaten bringen wollte, aber es einfach nicht konnte. Doch jetzt ist endlich dieses Video da und ich freue mich einfach nur wirklich, dieses Video endlich aufzunehmen. Ich wollte es wie gesagt schon seit Monaten machen, aber es kam einfach nie dazu, weil ich nie das passende Geld und so weiter hatte. Doch ja, jetzt diesen Sommer endlich ist es geschehen. Ich habe, wie ihr es auch schon im Titel gesehen habt, einen neuen Laptop. Und es ist nicht nur ein neuer Laptop, sondern es ist ein Gaming-Laptop, der echt was auf dem Kasten hat, muss ich sagen. Und wir fackeln einfach nicht so lange rum. Und packen das ganze Ding aus und ich hole es ja rein hier ganz schnell. Da ist es. Da ist das gute Stück. Und ja, wie ihr schon wahrscheinlich hier schon erkennen könnt, wisst ihr, welches Produkt das eigentlich sein könnte. Kleine Randinfo übrigens, falls ihr Twitter nicht habt. Ich habe das Ganze schon ausgepackt, deswegen sieht das auch schon so ein bisschen ja, verranzt aus, weil tatsächlich meine Eltern mich gezwungen haben, es vor ihren Augen aufzumachen. Deswegen konnte ich dieses Video nicht jetzt hier original verpackt aufnehmen. Aber ich hoffe mal jetzt nicht, dass es so schlimm ist, weil ich habe den Laptop auch nicht mal ein einziges Mal gestartet. Deswegen, das wird auf jeden Fall eine neue Blind Experience. Und ich werde euch zuvor aber erstmal, bevor ich das hier auspacke, zeigen, was mein alter Laptop war. Denn das hier wird auf jeden Fall ein neues Upgrade sein und wird wahrscheinlich deutlich besser sein als der alte Laptop. So, das hier ist tatsächlich der alte Laptop und wie ihr auch schon hier an der Marke kennt, dann ist es die gleiche Marke wie bei meinem neuen Laptop, nämlich Lenovo. Es ist ein Lenovo Laptop, den ich mir bestellt habe und mein alter Laptop ist auch ein Lenovo und so sieht das ganze Stück hier aus. Ja, es ist sehr, sehr verranzt, muss ich sagen, aber ja, ist jetzt, glaube ich, auch zu erwarten, denn der Laptop hat ja auch schon 5 Jahre auf seinem Buckel. Den habe ich 2015 gekauft und hier übrigens, ich weiß gar nicht, welche Specs das hat, aber hier auch nochmal links oben wahrscheinlich seht ihr noch die ganzen Specs, die dieser Laptop eigentlich hat und es sind keine guten, also es sind überhaupt keine guten Infos von dem Laptop hier. Für Gaming absolut nicht gemacht, der hat früher 300 Euro gekostet. Ja, keine Ahnung, warum ich dafür 300 Euro bezahlt habe, das war viel zu viel eigentlich für diesen Müll hier. Ich weiß nicht genau, wie er jetzt noch läuft, wenn ich den kompletten Werkeinstellungen zurücksetze. Denn es könnte sein, dass er auf jeden Fall noch ein bisschen besser läuft, wenn ich ihn auf Werkeinstellungen zurücksetze. Aber momentan mit dem, was ich hier habe, ja, läuft er absolut schrecklich. Ich glaube, da sind auch 10 Millionen Malwares oder sowas drauf oder Trojaner, was weiß ich. Aber er funktioniert zumindest mal. Ich hatte auch einen großen Virus mal auf dem Laptop. Deswegen könnte sein, dass er da auch richtig langsam läuft. Aber mittlerweile kann ich auch nicht mal Chrome richtig gut starten. Dauert, glaube ich, so, weiß ich, 20 Sekunden oder so, bis ich starte. Minecraft 1.18 läuft überhaupt nicht, also die neuesten Versionen laufen überhaupt nicht bei dem Laptop hier. Es ist ganz, ganz gruselig und deswegen war es für mich auch endlich soweit, einen neuen Laptop zu kaufen. Und ja, der auf jeden Fall wird viel, viel besser sein als der hier. Und ich bin wirklich stolz, endlich einen neuen Laptop zu haben. Ich werde euch gleich meinen neuen Laptop zeigen und werde euch dann auf jeden Fall auch noch die Infos zum Laptop zeigen, was er kann. Wie er zu diesem hier vergleicht und ja, genau. So, entschuldigt bitte übrigens, dass das jetzt hier nicht so hochprofessionell aufgenommen ist. Ich habe zwar ein Stativ, aber es ist ein bisschen schwer am Tisch mit dem Stativ jetzt aufzunehmen. Deswegen, ja. Aber übrigens, falls ihr nochmal so in der Art dieses so ein Video sehen wolltet, könnt ihr auch gerne rechts um meinem i auch nochmal zum HubiFit-Video einschalten. Da habe ich so eine Art Video auch gemacht mit den Händen und so weiter. Habe ich früher offline genommen, aber mittlerweile habe ich das wieder auf öffentlich gemacht. Und ja, wir packen das gute Stück endlich aus. Ich werde das ein bisschen nach hinten schieben, damit ich das auf jeden Fall hier noch nach vorne schieben kann. So, erstmal aber als allererstes haben wir hier Kabel. So, Kabel. Die habe ich mir nicht mal selber angeschaut. Ich weiß gar nicht überhaupt, was da noch drin ist alles. So, da ist es. Zack. Einmal haben wir hier einen Stecker. Wahrscheinlich das Ladegerät. Huch. Erstmal hier hinlegen.
Dann haben wir hier einen großen, großen Power Brick, wo wahrscheinlich das Kabel reinkommt. Ich wusste gar nicht, dass es so groß ist. Das ist alter GTF. Junge, Junge, Junge. In Videos sah das viel kleiner aus. Aber hier ist es auf jeden Fall ein gutes Stück. Es ist eine 30 Watt, 300 Watt Batterie. Wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, es wäre 80 Watt, aber okay. So, und es ist Lenovo. Ja, ziemlich, ziemlich nice. Ich pack das erstmal weg, weil wir es gerade noch nicht brauchen. Aber ja, das Video wird auf jeden Fall auch noch gut geschnitten sein, hoffentlich mal. Aber wir kommen jetzt zum eigentlichen Ding, denn die Kabel hatte ich eigentlich gar nicht mal ausgepackt. Ich wusste gar nicht, dass es so groß ist. Nämlich kommen wir jetzt zum Laptop. Und da haben wir es, den Laptop. Da ist noch ein zweites Styropor, aber ich glaube mal jetzt nicht, dass es so relevant ist. So, ich lege den Laptop erstmal hier hin. Und das hier erstmal beiseite. Darüber kommen wir erst gleich zu sprechen. Ja, alles erstmal umgekippt. So, da ist es. Ich glaube, es ist gerade falsch herum. Ja, es ist gerade falsch herum. So, da haben wir es. Und jetzt release ich das erste Mal den Laptop. Und da wird auf jeden Fall auch das Logo vom Laptop gesehen sein. Wunderschön. Da ist es. Da ist das gute Stück. Ich drehe es mal kurz um, sodass ihr es auch auf jeden Fall seht. So. Jetzt nehmen wir auch noch hier ein paar Fingerabdrücke hoch. Da ist es. Jetzt steht ja auch schon das Logo, denn es ist tatsächlich ein Lenovo Legion 5. Für die, die sich wahrscheinlich mit Gaming-Laptops oder mit PCs gut auskennen, wissen vielleicht auch schon über dieses gute Stück. Denn von vielen Kritikern oder ja, Wertern von Laptops ist für dieses Laptop hier einer der besten Laptops in 2021 gewesen. Das gute Stück hat 1600 Euro gekostet. Und ja, es ist richtig, richtig cool. Es hat insgesamt einen Ryzen 7 Prozessor, einen RTX 3070 Grafikkarte, eine 80 Watt Batterie, aber ich weiß nicht, warum da 300 Watt steht. Ich kenne mich da nicht so ganz aus. Dann auch noch ein 16 GB Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte SSD Speicher. Und ja, ich finde es sehr, sehr nice. Ich hatte zwar noch eine 1 TB SSD gehabt, aber leider habe ich keine dazu gefunden. Deswegen ja, muss ich mich leider mit einer 512 GB SSD zurechtgeben. Aber ich werde auf jeden Fall noch eine Festplatte holen und dann werde ich auf jeden Fall 1 GB haben. Und ja, wir machen das Gute jetzt auf. Zum ersten Mal. Obwohl, naja, nicht zum ersten Mal. So. Da hätten wir es. Ich weiß nicht, was das hier überhaupt ist. Premium Care. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann haben wir noch das hier. Und ja, das hier. Keine Ahnung, will ich nicht lesen. Aber das hier weg. Oh. Da ist es. Ein Ryzen 7 Prozessor, wie gesagt. Hier nochmal die ganzen Dinger. Und auch hier irgendwas. FN und Q. Kann man wahrscheinlich vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, da kann man den Lüfter oder sowas ändern vielleicht. Weiß ich gerade nicht. Aber ja, da ist es. Und ich werde auch jetzt noch kurz die Kamera ändern, sodass es auf jeden Fall angenehmer ist zum Zuschauen. So, da bin ich wieder. Ich bin übrigens jetzt auf dem Handy gewechselt, damit man, also nicht auf dem Handy, aber ich bin halt nicht mal auf dem Stativ. Auf jeden Fall das Ganze auch nochmal ein bisschen besser gebucht machen können. Wenn meine Kamera übrigens nicht die ganze Zeit ja, anvisiert, tut mir das echt leid. Aber hier haben wir es auf jeden Fall nochmal, das Lenovo Legion 5. Hier haben wir übrigens alle Anstecker. Wir haben einmal einen USB-PD-Port, dann nochmal zwei USB-A wahrscheinlich, ein HDMI, einmal zum Laden, oder das hier zum Laden. Muss auf jeden Fall gucken. Hier haben wir die Stecker. Das ist auf jeden Fall ein Ethernet-Port, das ist ein LAN-Port. Das hier ist ein USB-C-Port.
Das sehe ich, glaube ich, schon. Ja, das sind zwei USB-A-Ports. Das ist ein HDMI-Port. Das hier ist vielleicht nochmal ein Ding-Port. Ein USB-A-Port. Und das ist wahrscheinlich jetzt hier zum Laden. Genau, hier haben wir das Logo. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Wir werden nochmal übrigens den Karton hier angucken. Denn den haben wir auch noch hier. Das ist jetzt übrigens der Karton, der mir geliefert wurde. Der ist riesig eigentlich. Und da steht ganz oben auf der Vorderseite Legion drauf. Das habe ich euch natürlich nicht gezeigt, damit wir auf jeden Fall auch auf dem Aufpacken das sehen könnt. Und hier haben wir einmal die Specs. Das ist ein AMD Ryzen 7. Dann haben wir noch 16 GB RAM. Und Storage, halt Speicher haben wir halt 512 GB. Ein RTX 3070, ein Display 500.6, also 15,6 Zoll Display und eine 4-Zell-Batterie. Ich weiß nicht, warum es 4-Zell ist. Wir haben einmal Windows 11 Home mitgeliefert und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. Jetzt werde ich euch auch noch die Vergleiche zeigen, die mit dem Lenovo sind. Das werde ich euch auch noch jetzt hier zeigen. So, übrigens hier der Direktvergleich. Man sieht auf jeden Fall, dass der hier sogar kleiner ist als der hier. Wir werden es auch nochmal gleich übereinander legen. Aber der hier wirkt auf jeden Fall viel, viel größer als zum Beispiel dieser hier. Und ja, hier sieht es auf jeden Fall aus. Die Dicke, muss ich auch sagen, sehen die eigentlich beide gleich aus. Hier sieht man auf jeden Fall, dass es schon ordentlich dick ist hier, meine Hand. Und auf der anderen Seite eigentlich praktisch das gleiche. Aber ich würde sogar sagen, dass das hier dünner ist als das andere. Ich weiß jetzt nicht genau, was dünner ist, aber ich glaube mal wirklich, dass das hier sogar dünner sein kann. So, und jetzt haben wir hier nochmal den Direktvergleich, wie groß die überhaupt sein können. Und hier sieht man auf jeden Fall, dass der hier, kleiner ist. Man sieht es hier ganz, ganz wenig, ist hier noch Platz vom anderen. Und auf der anderen Seite genauso. Hier sieht man, dass auf jeden Fall viel mehr Platz noch übrig sein kann. Und ich finde es echt gut, dass wir wirklich kleiner ist als mein Alter. Der Alte war schon echt groß. Und jetzt passt auf jeden Fall der hier besser in die Tasche. Das finde ich auch gut. Übrigens, warum ich den Lenovo Fire gekauft habe, liegt eigentlich daran, weil ich einen Laptop auch für die Schule mitnehmen wollte. Deswegen habe ich auch einen Laptop gekauft und keinen PC, weil ein PC kann ich nur zu Hause benutzen. Und einen Laptop, den kann ich auch unterwegs mitnehmen. Deswegen wollte ich auch ein schlichtes Design haben, damit es auch nicht auffällt. Jetzt werden wir übrigens noch vergleichen, was denn überhaupt besser läuft. Und da machen wir erstmal gleich den Legion zum ersten Mal an. So, da sind wir. Ich werde jetzt auch das erste Mal mit der Tastatur spüren. Ich muss sagen, fühlt sich echt ganz normal an. Also, ich sehe jetzt tatsächlich keine Veränderung zu den anderen, aber ich finde, die ist schon smoother. Doch, die ist schon besser. Übrigens, das Keyboard sieht eigentlich ganz genau aus wie das andere. Jetzt zeige ich euch noch kurz das Keyboard im Vergleich. So, da haben wir übrigens das hier den Vergleich. Das sieht eigentlich quasi fast ähnlich aus. Ich weiß gar nicht mal überhaupt, was genau der Unterschied ist. Ich würde sogar sagen, dass die Knöpfe hier einfach kleiner sind als zum Beispiel die hier. Die sehen viel, 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 viel größer aus. Und finde ich auch echt gut, weil ich mich manchmal echt vertippe. Und ich muss auch sagen, es sieht einfach viel geiler aus, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Knöpfe hier fehlen. Also ich kann es jetzt nicht genau feststellen. Das muss ich noch mehr kontrollieren, aber zum Beispiel dieser Knopf hier, den gibt es hier nicht mehr. Der ist ja nicht da. Da wäre wahrscheinlich der Knopf gewesen, also hier in der Mitte eigentlich, aber den gibt es hier einfach nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wofür dieser Knopf überhaupt da ist. Keine Ahnung, habe ich eh nicht benutzt. Aber zum Beispiel der Knopf fehlt hier und ja, also mehr kann ich gerade nicht im ersten Moment sehen, aber ich muss sagen, irgendwie, dass ich diese Font hier von den Tastaturen ein bisschen besser finde als zum Beispiel diese hier, obwohl das nicht so ganz unterscheidet. Man sieht es jetzt hier nicht im ersten Moment, dass sich es irgendwie unterscheidet. Aber ich finde diese hier ein bisschen fetter aus und die hier so ein bisschen dünner. Ich hätte sogar tatsächlich die hier besser gefunden, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Und ja, übrigens hier, das ist ein LG50 Lenovo und wir werden auf jeden Fall jetzt hier vergleichen, welches besser ist. Und ja, hier übrigens in diesem Bildschirm. Also ich finde es halt echt nice, dass man hier wirklich gar keine Reflexion sieht. Das ist richtig, richtig cool. Wir werden übrigens noch kurz gucken, was hier an den Seiten ist. Ich weiß es selber nicht mal. Denn ja, man sieht ja, es ist hier kein SD-Karten-Slot vorhanden. Wie zum Beispiel hier. Denn hier haben wir einen SD-Karten-Slot, der ist
genau hier. Das ist der, man sieht den jetzt nicht. Aber wenn ich zum Beispiel hier ranzoome, da ist der SD-Karten-Slot. Man sieht halt echt nicht nice. Ich entschuldige mich übrigens sehr, sehr krass für meine Kamera. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Sie zoomt die ganze Zeit in und aus. Ist die ganze Zeit manchmal unscharf. Wie gesagt, tut mir einfach echt leid wegen dieser Kamera. Wir werden jetzt auch noch mal kurz gucken, was hier an den Seiten noch ist, an meinem alten Laptop. Aber ich weiß halt selber nicht mal mehr, was überhaupt ist noch. Übrigens, alle HDMI-Ports sind auf der anderen Seite. Übrigens, ich werde nicht zu diesem jetzt hier rüber wechseln, zu dem Laptop hier. Und man sieht hier, wie gesagt, die Spiegelung. Eieieiei, die ist hier echt heftig. Hier sieht man halt wirklich gar nichts. Das ist echt nice, finde ich. Das ist sehr, sehr angenehm, wirklich das aufzunehmen. Denn hier, wie gesagt, hier sieht man alles. Also hier sieht man wirklich alles und das ist echt schlimm. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall jetzt noch zum Direktvergleich und wir starten das erste Mal den Laptop. Ich muss, ob ich den noch anmachen, den unpowern. Deswegen sehen wir uns doch gleich wieder. Übrigens, hier auch nochmal ein Vergleich zu den Powerbricks, die geliefert bekommen werden. Das hier war mein alter, das hier ist mein neuer. Es ist schon massiv, also der Anstecker ist der gleiche, man sieht es hier. Aber es ist schon crazy. Übrigens auch, hier ist das Kabel, glaube ich, deutlich länger als das andere. Und hier, wie gesagt, auch sind beide die gleichen Anstecker. Obwohl der hier von 2015 ist und der hier von 2022, sehen die trotzdem noch gleich aus. Und genau. Dann will ich aber sagen, wir powern beide gleichzeitig an. So, wir haben jetzt beide richtig angemacht. Hier sieht man das. Der hier ist auch angegangen. Und wir gucken erstmal, wie lange überhaupt beide brauchen, um anzugehen. Wahrscheinlich braucht der hier etwas länger, weil der hier erst gestartet werden muss. Aber ich starte das erste Mal diesen Laptop. Und ja, der hier ist schon an. Macht aber auch Sinn. Und mal gucken, wie lange der hier brauchen wird. Ich bin übrigens ein bisschen verwundert gewesen. Da ist es. Da ist es. Legion. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze aussieht. Wird bestimmt sehr, 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 sehr nice. Ich werde es auch noch gleich dann anstellen. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn der Vergleich kommt zwischen diesen beiden Laptops in Minecraft. Also, bis gleich. Ihr alle wisst ja, wie das Windows 11 oder Windows 10 geht, das Installationsprogramm. Ich weiß es aber nicht. Ich werde es das erstmal herausfinden. Der hier übrigens ist ein Windows 8 Laptop. Deswegen, ja, ist es für mich tatsächlich noch etwas anders, den jetzt machen. Das ist der Lüfter. Sehr, sehr interessant. Aber wir sehen es gleich wieder. So, guys, es ist zum ersten Mal gestartet und ich muss erstmal in Wahrheit wirklich sagen, die Logos auf Windows 11 sehen richtig hässlich aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Design noch ändern kann. Irgendwie, vielleicht gibt es auch mehrere Designs von Windows 11. Aber ich muss sagen, das Windows 11 Design sieht scheiße aus. Da finde ich zum Beispiel diesen Papierkorb hier deutlich besser als diesen Müll hier. Und das ist auch ein Müll, ja, okay, ne? Aber ja, ich werde das alles einrichten und dann werden wir auch einen Minecraft-Vergleich tatsächlich machen. Weil ich habe auch hier schon Minecraft installiert auf dem anderen und hier werde ich das auch dann machen. Und dann gucken wir mal, was länger dauert und wie lange es dauert insgesamt. So, guys, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Und ich habe ja auch schon ein bisschen was installiert, auch Minecraft jetzt. Ich habe ein paar Stores installiert, wie zum Beispiel Steam und Epic Games und lade auch gerade ein paar Games noch herunter. Aber wie gesagt, ich möchte ja sagen, also ich möchte ja auch vergleichen, wie stark anders dieser Laptop zu meinem alten ist. Und deswegen machen wir einen Minecraft-Vergleich. Wer am schnellsten Minecraft startet, hat gewonnen. Mal gucken, wer gewinnt. Ich erwarte mal der hier. Aber nee, also ohne Spaß, der Laptop ist, also Fazit zum Laptop mal, der ist richtig, richtig cool. Also ich mag den, der ist sehr, 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 sehr schnell. Ich habe noch zwar keine Games mit ihm gespielt, ich starte das erste Mal jetzt Minecraft mit ihm. Der Launch ist einfach schon gestartet, beim anderen, das dauert noch ca. 3 Jahre oder so. Aber das ist halt wirklich, wirklich krass, ey. Ich werde irgendwie jetzt auch noch so einen Timer wahrscheinlich noch einblenden oder sowas, um zu gucken, wie stark sie sich unterscheiden. Und ich glaube, beim alten Laptop werde ich wahrscheinlich noch einen Timeraffer oder sowas machen am Ende. Weil ich glaube mal nicht, dass ihr Bock habt, das die ganze Zeit zuzuschauen. Aber ihr seht auch schon, ich habe hier auch eine RGB-Beleuchtung tatsächlich, die es zwar nur in Weiß gibt. Also ich habe keine Colored RGB-Beleuchtung auf den Tastatur. Also ich kann die jetzt nicht auswählen, ich kann das nur die Weiße, aber ich finde die eigentlich auch schon cool.
Ich kann ja zum Beispiel hier vergrößern, hier, bam, die ist jetzt sogar noch nicer. Oder auch komplett ausmachen. Aber ich finde tatsächlich hier diese Mitte eigentlich perfekt. Und der Laptop ist endlich gestartet. Let's go, beziehungsweise Minecraft. Und wir starten zusammen, ja, gemeinsam. Und mal gucken, wer schneller ist. Bam, let's go. Ich bin wirklich gespannt, wer schneller sein wird, beziehungsweise wie schnell dieser Laptop sein wird bei Minecraft starten. Weil das habe ich auch noch nicht gesehen, dass der rechte Laptop hier, wie schnell der Minecraft startet. Ich habe es zwar aus Versehen einmal gemacht, er startet einfach schon Minecraft. Der andere ist noch im Launcher. Der andere ist hier noch im Launcher. Ja, der ist schon fast fertig. Der ist einfach schon fast fertig. Okay, übrigens ein Kritikpunkt natürlich. Der Lüfter. Der Lüfter ist saulaut, leider. Also manchmal. Und er ist einfach schon fertig. Er ist einfach schon fertig. Das ist unfassbar. Da ist er. Er ist einfach schon fertig. Das ist... Wow, WTF. WTF. Ich will jetzt aber auch noch hier kurz Vollbild machen. Das wäre eigentlich auch nice. Ja. Der andere, der baut noch ein bisschen. So. Der ist fertig. Und ich muss noch meinen Sound ausmachen. Ups. Ich habe keine Ahnung, warum der Sound hier noch an ist. So. Tschüss. Geh mal weg hier. Also, er ist aber schon fertig. Er ist einfach schon fertig. Es ist geisteskrank. Es ist wirklich geisteskrank, wie schnell das geht. Ich werde auf jeden Fall noch im Schnitt sehen, ja, wie sie beide vergleichen. Also, wie schnell die überhaupt sind. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber, wie gesagt, der andere hier, der ist noch im Launcher. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Ich kann endlich 1.19 spielen. Früher konnte ich das wirklich nie. Und ich sag mal so, ich glaube, der hier wird nicht mal in die Welt kommen. Ich glaube, der hier wird sogar abstürzen. Weil meistens ist der in 1.19 sogar abgestürzt. Ja, das ist krass. Das ist krass. Aber wir machen jetzt am Ende noch einen Time-Raffer rein für diesen Laptop hier. Ich werde ihn auch noch hier im Fokus lassen. Und dann werden wir noch am Ende auch nochmal einen Weltenvergleich machen, wie schnell er die Welten starten kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Guys, der Laptop, der linke, ist endlich zum Homebeamster gekommen. Es ist wirklich, ich weiß gar nicht, auf welche Geschwindigkeit ich mich stellen werde im Schnittprogramm. Wir gucken jetzt auch mal, wie schnell es überhaupt dauert, eine Welt zu erstellen. Das geht ja hier, zumindest hier, ein bisschen schneller. Also hier, man sieht meine Hand irgendwie voll gar nicht. Ich muss eigentlich hier so machen. aber ich hoffe mal wirklich, dass auch dieses Video euch gefallen hat, irgendeine Art. Ich weiß, dass es nicht so ganz professionell war, wie ihr wahrscheinlich erwartet habt. Ich habe es auch nicht so erwartet, wie es gekommen ist. Aber ja, ne? So, dann kreieren wir mal eine neue Welt und dann gucken wir mal, wie schnell beides sein wird. Und go! Dann gucken wir mal, was hier passieren wird. Könnte auch sein, dass überraschenderweise dieser Laptop hier schneller sein könnte. Kann ja auch sein. Da weiß er nicht. So. Aber ich bin wirklich gespannt, wie schnell der Legion sein wird. Denn der ist schon... Doch, der geht schon schnell. Der ist schon wirklich schnell. Und da ist er. Er ist schon fertig. Er ist einfach schon fertig. Oh mein Gott. Ich meine, für euch ist es jetzt nichts Spektakuläres oder sowas, weil ihr es gewöhnt seid, dass es nicht laggt. Aber mir ist es was ganz anderes. Wenn ihr das hier sehen solltet, dann ist es für mich revolutionär so. Für mich, keine Ahnung. Das ist für mich gar nicht vorstellbar, dass es eigentlich nicht laggen kann. Weil 1.19 hat mir sau geleckt. Ich glaube, maximal hatte ich vielleicht 4 FPS, muss ich sagen. Doch. So, ich könnte jetzt eigentlich auch kurz den FN-Log deaktivieren und mal gucken, wie viel FPS wir gerade haben. Wir haben 120 FPS gerade. Und ich spiele übrigens nicht mal überhaupt auf Batterie-Höchstleistung gestellt. Ich habe den nicht mal auf Höchstleistung gestellt, so. Ich spiele gerade auf den normalen Einstellungen vom Laptop, also kein Höchstleistung oder kein Energiesparmodus. Und der generiert einfach schon 120 FPS. Ich meine, es kann zu Minecraft wenig sein, muss man sagen, ja. Aber maximal, also mehr als 60 FPS juckt eigentlich sowieso gar nicht, muss ich sagen, so. Weil Leute wollen eigentlich so, weiß nicht, 500 FPS oder 1000 FPS haben in Minecraft. Aber was bringt dir das so? Hä? Das verstehe ich nicht. Also mehr als 60 FPS bringt es ja eigentlich nicht, weil es dann wieder runterschraubiert, so. Also das ist halt nur eine Anzeige. Keine Ahnung, was es bringen sollte. Aber tatsächlich ist
der hier einfach fertig. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ja, der hier übrigens ist nicht mal ein einziges Mal gestartet. Er hat immer noch 0%. Ich mache schon wieder eine Timelapse. Das ist ein Time-Raffer rein. Mal gucken, wie schnell der sein wird. Man sieht auch wirklich absolut wunderbar, wie schnell überhaupt diese Welt generiert. Das ist wunderbar, Alter. Aber, ey, Junge, ich... Oh mein Gott. Flüssig Minecraft. 1.19. Ich muss Autojump reaktivieren, das nervt. Autojump, tschüss. Und ich muss übrigens auch noch meinen Game Sound, wollte ich eigentlich auch noch Spaß machen. Krass, Alter. Aber wie gesagt, ihr könnt euch noch nicht vorstellen, wie ich mich gerade fühle, weil ihr noch nicht das hier gesehen habt. Und ja, das ist... Wow. Wow. Es ist... Beautiful. Nicht mein einziger Lag. Nicht mein einziger Lag, ey. 120 FPS haben wir insgesamt. Ich glaube konstant, ne? Auch. Ja, 120 FPS konstant. Ich muss mal gucken, ob, welche Settings wir überhaupt spielen. 12. Auf wie viel können wir machen? Machen wir mal Maximum, mal gucken, was wir machen. Ach, Max Frame Rate ist auf 120. Ja, machen wir Unlimited, hallo. Mal gucken, wie viel raus können, holen können. So. 500 FPS, ne. 636, wir haben auf Maximum gestellt übrigens. Und er geht immer noch auf 100. Er geht immer noch auf 100, okay. Ja, wie gesagt, aber man sieht eigentlich keinen Unterschied, wirklich. Oh, jetzt geht er aber schon an. Jetzt geht der Lüfter schon an. Man hört es schon wahrscheinlich in der Aufnahme. Aber jetzt hört man den Lüfter schon. Ja, okay. Es ist so gut ist er jetzt nicht, dass er wirklich alles packt. Aber auf 32 Chunks ist auch ein bisschen zu krass, muss ich sagen. Ja, dann verabschiede ich mich kurz wieder und ich mache wieder eine Timeless rein, ne? Also bis gleich. So, Guys, er ist endlich fertig. Alter, hat das lange gedauert. Holy shit. Und hier müssen wir Fn drücken. Ja, ihr seht schon, die FPS oben links. Ich habe mich nicht mal einmal bewegt, schon ein FPS. Geil, ne? Richtig cool. Hier habe ich übrigens immer versucht, so zu starten. Eieieiei. So, ich habe mich nicht mal bewegt. Die haben gerade 0 FPS. Ich habe nichts gemacht bis jetzt. Läuft. So, bewegen wir uns einmal. Ich habe übrigens einmal jetzt auf W gedrückt. Hier sieht man es auch nochmal an meiner Hand. So, ich drücke übrigens W. Übrigens, ich glaube, gleich gibt es auch einen Spielabsturz. Das wäre mir eigentlich immer passiert. Ja, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist wirklich ein Upgrade. Es ist wirklich ein krasses Upgrade. Also, es ist so crazy. Und das erste Mal werde ich wahrscheinlich dann gleich auch noch vielleicht Dolphin Games ausprobieren. Ich werde noch andere Games ausprobieren. Das erste Mal habe ich jetzt ein Game ausprobiert und das war Minecraft. Das war das allererste Game, das ich ausprobiert habe. Ich werde noch weitere Games ausprobieren. Zum Beispiel gerade habe ich erst Fortnite heruntergeladen. Es ist crazy. Dieses Video werde ich wahrscheinlich viel später hochladen als erwartet. Mal gucken, wann ich das hochlade. Ich muss es sehr, sehr, ich will das sehr, sehr gut schneiden eigentlich. Aber ja, wie gesagt, ich habe mich hier nicht mal einmal bewegt. Also ich konnte mich hier nicht mal einmal bewegen. Oh, er hat sich einmal bewegt. Woo, let's go, Alter. nee, also das ist... Eieieiei. Es ist wirklich, wirklich scheiße, wie der läuft. Ja, nicht mal bei 1.8 hat er auch ein bisschen geleckt sogar. Bei 1.8 Version. Ich glaube, hier beim neuen kriege ich wahrscheinlich 1000 FPS da drauf. Ja, aber in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben alles gemacht. Am Anfang war aber leider die Kamera etwas unscharf, das tut mir leid. Ich versuche es irgendwie zu schneiden, dass es nicht auffällt. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Laptop. Ich werde mich noch ein bisschen mit dem austoben. Mal gucken, was ich da noch machen kann. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das Video hat wahrscheinlich sehr, sehr lange gedauert. Ich weiß nicht, wie lange, vielleicht 30 Minuten, 20 Minuten. Vielleicht auch nur 10 Minuten. Es kommt drauf an, wie ich schneide. Denn zum Beispiel diese Aufnahme geht schon 20 Minuten. Die neue Aufnahme. Ich habe noch andere halt. Aber da werde ich noch einen Time-Raffer ja noch reinmachen.
Deswegen versuche ich es so um ca. 20 Minuten zu schneiden. Mal gucken, ob ich es schaffe. Weil 30 Minuten will ich nicht machen. Und oh, Junge, 10 FPS. Das Skin. Der war gerade 10 FPS. Habe ich noch nie gesehen. Oha. Oha, der hat da 10 FPS. Yo, let's go. Ja, übrigens habe ich das so immer gespielt. Nee, Spaß beiseite. Ich habe Minecraft 1.19 halt nie gespielt, weil es immer so läuft. Ja, ne? Schon nice. Au, jetzt wieder auf 1 FPS. Ah, schade Schokolade. Das war leider nur einmal auf 10 FPS. Vielleicht geht es ja nochmal auf 10 FPS hoch. Mal gucken. 10 FPS war tatsächlich mal ein Meilenstein. Ich glaube, 10 FPS habe ich noch gar nicht gehabt hier. Das war crazy. Das war wirklich crazy. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns bei einem nächsten Unboxing-Video. Oder für neue Zuschauer, die auch gerade eingeschaltet haben, sehen wir uns bei einem weiteren Video irgendwann wieder. Wenn ihr vielleicht meinen Kanal abchecken könntet. Es könnte auch sein, dass auch Leute kommen, die auch ein Lenovo Legion 5 oder so bestellt haben. Deswegen ja, finden die dieses Video hier. Aber ja, spiel nicht zur Sache. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Und